Ich möchte mit dir heute die Geschwindigkeit auf Verzweigungen anschauen. Dazu nehmen wir das Begleitheft zur FM-Fahrausbildung. Wir können hier im Inhaltsverzeichnis schauen, Seite 30. Das wäre die Grafik. Und ich habe wieder ein Blatt ausgedruckt, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, zum Arbeiten miteinander auf diesem Blatt. Die Thematik ist folgendes: Wenn wir an eine Verzweigung ankommen und das Tempo nicht genau einstellen oder ein bisschen zu schnell kommen, dann kommt es häufig zum Absterben von einem Motor oder wir müssen anhalten, weil wir nicht mehr genau einschätzen können vom Verkehr her. Jetzt zu dieser Grafik. Wir haben die Situation, es ist kein Vortritt. Wir haben ein Gebäude, das uns die Sicht nach rechts versperrt und wir kommen hier mit dem Motorrad zu fahren und möchten gerne über die Kreuzung fahren. Das heisst, dass kein Vortritt, das ist also da, dass kein Vortritt, die Signalisierung und der Hausecke da, das ist genau die Kante, die wir hier sehen. Das ist also nur der Schnitt von dieser Situation. Zu dieser Achse noch schnell. Die Achse sagt uns den Weg, den wir zurücklegen. Und die Achse beschreibt uns, mit welcher Geschwindigkeit wir an dieser Situation fahren. Nehmen wir an, die Verhältnisse sind gut. Wir können innerorts die 50 Stundenkilometer fahren, wir kommen auf die Situation zuzufahren und wir fangen beide im gleichen Moment an bremsen. Das ist also unser Bremsbeginn. Da. Oder dass er noch Platz hat. Jetzt beim Bremsen fällt mir Folgendes auf momentan, wenn du da anbremst. Dann fängst du an zu bremsen und jetzt tust du dich ganz genau dort an die Linien anbremsen und so verhält sich deine Geschwindigkeit. Ich fange am gleichen Ort an zu bremsen, aber ich tue einen anderen Punkt. Ich bremse auch, aber ich tue noch etwas stärker verzögern und tue auf diesen Punkt hinbremsen. Und du siehst schon jetzt, der grosse Unterschied ist, da beim Hausecken zu haben wir zwei also ganz eine andere Geschwindigkeit. Die Schwierigkeit an dieser Phase da ist, dass jetzt, wo du die Übersicht hättest, du aber konzentriert bist auf die Linie, von der Wartelinie, weil du während dem Bremsen natürlich nicht links und rechts beobachten am Anfang, damit du da nicht zu weit drüber ausbremst, musst du dich dafür konzentrieren. Also, man könnte sagen, wenn wir da vorne fahren, ab da, wo ich eigentlich am Haus vorne gesehen habe, die Fläche hier, das wäre eigentlich die Fläche, die wir brauchen, um zu entscheiden. Und zwar Stopp oder Go. Ich kann jetzt hier also langsam fahren, sagen wir im Schritttempo. Ich kann entscheiden, kommt das Auto von links und rechts oder habe ich Gegenverkehr. Wenn ich sehe, dass es gut ist, kann ich sogar frühzeitig wieder beschleunigen und auf die angemessene Geschwindigkeit tun. Und momentan kommt es da häufig bei dir zum Stopp. Oder dann noch sind wir da relativ langsam über Kreuzung, bis wir dann wieder beschleunigen können. Mein grosser Vorteil, den ich habe, ist also, dass ich da über Kreuzung noch viel, viel speditiver wegkommen als du momentan. Jetzt grundsätzlich könnte man sagen, wir kommen immer langsam an eine Kreuzung. Und schnell davon weg. Wir tun uns also in Zukunft probieren, nicht mehr auf die Linie da vorne zu konzentrieren, sondern auf den Punkt, wenn ich Übersicht habe. Wenn du also da hinten vorne zu fahren kommst, musst du beobachten und sagen, hey, wo ist der Punkt, wo ich dann die Übersicht habe? Da vorne kann ich nach links und geradeaus kann ich schon frühzeitig viel beobachten, das kann ich da hinten schon machen. Und ab dann, wenn ich da um die Ecke weg sehe, dann tun ich noch probieren, dafür zu schauen, um die Entscheidung zu fällen, fahren oder nicht fahren. Der langsamste Punkt, den wir haben, ist also genau bei dieser Häuserkante zu.
Dazu sind wir am längsamsten. Hast du noch Fragen? Dann würde ich sagen, gehen wir raus in die Praxis und schauen es uns an. Besten Dank.